folgen mir die falschen Leute. Sie da zum Beispiel. Besser geht's halt aktuell noch nicht, ne? Irgendwie. Don't worry. My flames will never hurt you. You desire an audience. And what do you offer? Aufsteigen. 23:50. Können wir legendär machen. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist mit unser bester Charakter. Ist unser bester Charakter. Ach, dafür brauchen wir die verschiedenen Nussarten. Jetzt verstehe ich das. Und es gibt so eine Omni-Nuss, die im Prinzip für alle Nüsse verwendbar sind. Ja, für sie machen wir das. Zack, jetzt ist die Legendary. Jetzt macht die richtig viel Damage. Und das hier auch nochmal aufrüsten. Lol. Being a noble is always being on top. Ruf der Königin, Stufe 2. Einfach ihre Ulti verbessert. Können doch einem die Ulti verbessern, dann machen wir entweder den oder den Tank. Shield for others, armor for myself. Let's get started. Auf 490% von was jetzt? Toll, was ist passiert? Okay, let's go. So. So. Zwei Truhen haben wir sogar schon. Jetzt können wir uns ja wieder Items aussuchen, bruh. Ja, das sieht am besten aus, so von den Stats her plus, also 40 Grün, keine Ahnung. Was weiß ich. 45 Bogen. Und den Artefakt sogar aufrüsten. Das machen wir. Ich finde das total gut. More. Okay, dann nicht. Bande Miasma aus einem Gebiet. Aha. Schließe Gespräch mit Ronan ab. Erreiche auf K84. Wo sind wir denn? 68. Oh. Das wird noch was dauern. der LP und dann Buff. Also hier sind es ja sogar Angriffsschaden, Physical Verteidigung und magische Verteidigung. Voll toll. Was war das? Ah, Resonance Level 50. Nice, let's go. Aber wir müssen hier gar nicht lang. Nee, ich will nicht Franz verdächtigen. Wir müssen die Sidequest machen. Es gab noch eine Sidequest, glaube ich. Sogar noch mehr. Jumbio und Rolia. Lol.
Die will ich machen. Ruf um Hilfe. Jemand ruft um Gulgenlager um Hilfe. Ja, wir machen halt, wo ist Bardock als erstes? Der wütende Mann, traurige Bauernfrau, das Kind befragen. Weil wir sonst ja, Quests durcheinander machen, das wäre Quatsch. Romeo und Julia, ey. Mäh, ich schafe mehr. Ich fütter euch sanftige Klee. Eieiei. Verzeihung. Ihr sucht doch nach dem Kerl, der gerne quakt, oder? Kerl, der gerne quakt. Enfield sucht nach ihm. Er ist gerade in Richtung Mithril-Konsortium aufgebrochen. Vielleicht hat er ja... Was? Hat er ihn ja bereits gefunden? Was? Auch Enfield hilft mir bei der Suche nach Bardock? Wer ist Enfield? Er ist einer unserer Angestellten beim Mithril-Konsortium, aber er sollte nichts mit Bardock am Hut haben. Ah, ist ja lustig, weil der hat den da auch im Bau sitzen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Das kostet mich eine Menge, aber Bardock ist es wert. Nein, du musst ja nicht zahlen dafür, dass Leute dir was sagen. Neu. Geht das dazu? Ja, achso, okay, tatsächlich. Den werde ich eine Lektion erteilen, wenn ich sie finde. Gänsezüchterin. Verzeihung, werte Dame, weißt du irgendwas über diese Ente? Oh, so ein netter junger Mann. Diese verfluchte Hust, ist das, ne? Seltene Ente ist um mein Gänsegehege herum gewatschelt. Letzte Nacht hat sie Gänse angequakt, die ich so mühsam gezüchtet habe. Daraufhin haben sie ihre Flügel ausgebreitet und sind davongeflogen. Aber normalerweise stutzt man denen ja deswegen die Flügel, oder nicht? War das nicht so ein Ding? Ich kenne mich da mit dieser Gänsezucht nicht aus. Die Leute von Mithril-Konsortium haben es auch gesehen. Tut mir furchtbar leid. Im Namen des Mithril-Konsortium habe ich, dass dies als Entschädigung akzeptabel ist. Hä? Hoffe ich. Achso, dass dies als Entschädigung akzeptabel ist. Apropos, wo befindet sich deine Gänsegehege, ich meine Wohnsitz? Mein Haus liegt westlich vom Heilstein. Also junger Mann, wo wohnst du? Nun, da du weißt, wo ich wohne, könnten wir doch in Kontakt bleiben. Danke für die Hilfe, werte Dame. Im Moment bin ich jedoch beschäftigt. Ich besuche dich ein anderes Mal. Ei. Charmant wie eh und je. Ah, da ist der wütende Bürger. Wo ist Bardock? Junger Mann! Dieser Omi da letztens. Hast du die Ente auf dem Aschenanschlagbrett gesehen? Lol. Ich dachte gerade, hä? Ich dachte auf dem Aschefeld, aber es ist tatsächlich ein Anschlagbrett. Bardock ist nicht... ruhen. Lass mich reden. Ihr sucht also nach dieser Ente. Das ist die Ente, die sich bei meiner Scheune herumgetrieben hat. Als ich sie das letzte Mal sah, quakte sie mich an und machte sich über mich lustig. Oh Mann, ne? Von der Ente geroastet. Eine Ente, die sich über mich lustig macht. Keine Ente könnte sich hier fröhlich durchfüttern, wenn sie keinen Weizen anbauen würde. Wenn ich keinen Weizen anbauen würde. Danke für die Informationen. Hier ist die Entschädigung für dein seelisches Trauma. Ejo, weil er von der Ente angequakt wurde. Wir kennen's nicht. Enfield. Meine Geldbörse, wo ist sie hin? Quark. Hier ist ein sehr lautes Quark. Was geht hier vor sich, Enfield? Herr Rowan? Ich wollte das nicht. Ich weiß, wie viel dir die Bardock bedeutet. Ich hatte keine andere Wahl. Nun, Enfield, lass uns später darüber reden. Das ist nicht Bardock. Nur eine gewöhnliche Ente.
Es ist nicht Bardock? Wie ist das möglich? Sieh dir die weichen Federn an, den runden Schwanz und den überheblichen Gesichtsausdruck. Keine Ente außer Bardock strahlt solche Eleganz aus. Quack! Bardock-Kopie. Sieht genau wie Bardock aus. Rippling, ich dachte, du würdest dich an Bardock erinnern. Bardock hat einen harmlosen, runden Schnabel und seine Schwimmfüße sind so zart wie Süßwasserseerosen. Ja, okay. Ich habe mir seine Füße anscheinend nicht genau angesehen. Und seine Augen. Seine Augen strahlen Erhabenheit, Sanftmut und Allwissenheit aus. Er ist mehr als eine gewöhnliche Ente. Hat er hier die Augen geöffnet? Natürlich. Nach dem morgendlichen Erwachen habe ich mich diese Augen immer wie glänzende Edelsteine angefunkelt. Herr Rowan, bitte beruhige dich doch. Mein guter Mann, was hat diese Ente getan, und um die Aufmerksamkeit zu verdienen? Oh, jetzt da ich weiß, dass es nicht Herr Rowans Haustier ist, erzähle ich die ganze Geschichte. Letzte Nacht habe ich gesehen, wie dein Haustier bzw. diese Ente durch die Stadt gewatschelt ist. Da bin ich zu ihr gegangen, um Hallo zu sagen und sie womöglich zu füttern. Einige Minuten später fiel mir auf, dass mein Münzbeutel verschwunden war. Darin war der Lohn für die ganze Woche. Wie wir alle wissen, wird Herr Rowans kostbares Haustier eines Tages goldene Eier legen, doch dafür muss es regelmäßig mit Gold gefüttert werden. Bruh. Das ist unglaublich. Du bist ein Magier, du kennst dich sicherlich mit solchen Dingen aus, nicht? Ich weiß nicht alles. Also wenn Herr Rowan sagt, dass diese Ente nicht Bardock ist, dann muss doch etwas anderes vor sich gehen. Wenn wir die Wahrheit herausfinden wollen, müssen wir Bardock finden. Quack. Quack. Lol. Diese Ente versteht einen doch, oder? Was ist gerade passiert? Ich war auf einmal so wütend. Miau. Warte, wo willst du hin? Well. Bardock, wo bist du? Sing. Da unten? Nee. Gechner unterwegs. Die müssen wir natürlich hops nehmen. Oh my. Looks like someone needs a little warming up. Assassine. Bardock. Quack, quack, quack. Sieht genauso aus. Bardock, geht es dir gut? Bist du verletzt? Haben diese Barbaren dir die Federn zerzaust? Okay, die Ente labert dann mit denen. Wie immer. Ich hätte nicht gedacht, dass auf dem Weg noch ein paar Banditen loswerden. Hey Ente, hast du absichtlich uns hierher geführt? Quacku, quack, quack, Junge. Der, was ist mit dieser Ente los? Loot! Gold! Überall Goldmünzen! Auf diesem Beutel aus Rehfell ist das Symbol des Mithril-Konsortiums zu sehen. Könnte Enfields Geldsack sein. Diese Banditen haben also Enfields Geldbeutel gestohlen? Sieht euch die Beute an. Diese Banditen sind vermutlich schon eine Weile im Geschäft. Ich werde dem heroischen Orden Bericht erstatten und diese Gegenstände ihren Eigentümern zurückbringen. Gut gemacht, Ente. Du verdienst den einen Platz im heroischen Orden. Sorry, ja, quack, quack. Tada, Enten essen kein Gold.
Aber wie lassen sich dann die Vorkommnisse in der Stadt erklären? Das Herumwatscheln um die Scheune, das Freilassen der Gänse. Sofern er nicht des Sprechens mächtig ist, werden wir es wohl nie erfahren. Oh nein, das ist eine andere Ente. Gott, oh Gott, oh Gott. Bardock? Gewöhnliche Ente. Also reden die beiden tatsächlich miteinander. Sie reden tatsächlich miteinander. Die Legende nach legen Ikes goldene Eier, doch Herr Roan konnte dies noch nie bezeugen. Das wurde noch nicht bewiesen. Du hast nicht ganz unrecht. Da hast du nicht ganz unrecht. Also sage ich ganz offen, was ist der Unterschied zwischen Bardock und der anderen Ente? Ja. Ist halt auch so. Ist halt einfach wahrscheinlich eine Ente. Ist, hier können wir nicht weiter, da ist zu dunkel anscheinend. Nee. So, jetzt Jumeo und Rolia. Da, was sind die? Lass nicht los, bleib weg von mir, Hilfe, Hilfe. Easy. Tja. Wir brauchen noch echt einen krassen Magier irgendwie. Great materials are everywhere. Come out, my servant, and fight for me. Well, victory is deserved. Nice. Hallo, verletzter Mann. Vielen Dank, mein Name ist Jumeo. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Beweg dich nicht so viel, deine Wunden sind tief. Ja, das sind die aggressivsten Gruglins, die ich je gesehen habe. Das ist eine lange Geschichte, die Wunden stammten nicht von Gruglins. Wer hat dir das angetan? Sie stammen vom Vater meiner geliebten Rolia. Oh Gott, was ist mit der Schrift los? Rolia? Wo wohnst du denn? Wir begleiten dich nach Hause, dann können wir unterwegs reden. Vielen Dank. Zu freundlich, aber ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Ich muss nach Süddorf. Willst du ja etwa weiterreisen? Komplett zerschunden? Kann das nicht warten? Du solltest dich lieber etwas erholen. Ich habe Rolia schon seit 3 Tagen nicht sehen können. Vor Sorge kann ich nicht mehr essen oder schlafen. Das ist ja schriftlos. Ich muss mich versichern, dass es ihr gut geht. Ah, ich verstehe. Rolias Vater wollte dich nicht zu ihr lassen, was? Scheinst dich auszukennen. Nein, nein, ich hätte noch nicht das Vergnügen mit sowas. Ich habe das Gefühl in einem Brief niedergeschrieben. Meine Gefühle, achso. Rolia wird alles verstehen, wenn sie ihn liest. Ah, ein Liebesbrief. Kein Wunder, dass Leute davon reden, dass Liebe toll macht. Okay. Du bist den ganzen Weg gereist, nur um einen Brief abzuliefern. Bist du sicher, dass du das mit dem Brief schaffst? Deine Verletzungen könnten sehr schwerwiegend sein. Also gut, das reicht. Hey, ich habe nie gesagt, wir sollten ihm nicht helfen. Kinderspiel.
Wir kommen eh an Südorf vorbei. Vertrau uns den Brief an. Wir geben ihn an deine Liebste weiter. Seid ihr sicher? Wirklich? Du musst dich ausruhen. Also, ich danke euch vielmals im Voraus. Bitte sagt ihr, dass ich verabredeten Ort auf sie warte. Das kann nicht gut enden. Wow, ich habe noch nie einen Liebesbrief eines Fremden in den Händen gehalten. Sehen sie immer so aus? Der Umschlag wird gar nicht besonders. Wenn du noch sehen willst, habe ich auch noch welche dabei. Zügle deine Neugier. So, direkt teleportieren hier. Gar nicht lang fackeln. Seid irgendwie im alten Dorf. Netter Opa. Hast du dich verlaufen, junger Mann? Guten Tag, die Dame. Wir suchen ein junges Mädchen namens Rolia. Hat der guten Tag die Dame zu dem Opa gesagt? Das ist dieses Mädchen, das mit diesem Jumeo aus dem Nachbardorf anbandelt. Das stimmt. Reden die beiden oft miteinander? Ich weiß nicht. Aber Rolias Vater ist ziemlich jähzornig. Ich verstehe mich nicht gerade gut mit ihm. Na gut. Benommener Dörfler. Hallo? Habt ihr gerade von einem Streit gesprochen? Was ist denn passiert? Seufzer. Ach, das ist nichts Neues. Rolia und ihr Vater streiten ständig über diesen Jungen aus Norddorf, aber in letzter Zeit wird es immer schlimmer. Klingt für mich, als hätten die junge Rolia eine andere Meinung von ihm als ihr Vater. Aber warum streiten sie denn? Rolia möchte mit niemand anderem zusammen sein als mit Jumeo aus Norddorf, aber ihr Vater missbilligt die Beziehung. Sie ist völlig aufgebracht deswegen. Um sie davon abzuhalten, diesen Jungen zu sehen, hat der alte Japulet sogar die Tür verriegelt. Japulet, ja. Darum hat Jumeo Rolia also nicht besuchen können. Sie darf nicht mal das Haus verlassen. Der Japulet ist viel zu streng. Wenn ihr mich fragt, Rolia hat seit Tagen nichts gegessen. Ich würde meine Tochter niemals hungern lassen. Wir müssen einschreiten. Wo genau lebt das Fräulein Rolia denn? Gehe nach Nordwesten, bis du ein vollständigen eingezäuntes Haus siehst. Warum musst du dich denn einmischen? Weißt du denn nicht, wo der alte Giappolino Tomeo weggejagt hat? Ah, dann... Ich verstehe ja, dass ihr gerne helfen möchtet, aber lasst lieber die Finger davon. Der alte Giappolino ist ausgesprochen stur. Stur. Hallo. Na? Bleib zurück. Hallo der. Wie geht's? Furchtbar. Und ihr seht auch nicht nach willkommenen Gästen aus. Bleibt von meinem Haus weg. Kein Grund für Feindseligkeiten, der Herr. Wir sind nur durstige Reisende. Können wir vielleicht ein Glas Wasser bekommen? Habt ihr Dreck in den Ohren? Fort mit euch! Ich habe hier nichts für euch. Er ist ein hartnäckiger Kerl. Schätze, wir können Rolia nicht sehen. Rolia? Habe ich gesagt, dass du rauskommen kannst? Ich habe gesagt, du sollst drin bleiben. Hör auf, von ihm zu schwärmen. Das sind nur ein paar Freunde. Dieser mittellose Bengel Jumeo wird noch nie wieder zurückkommen. Niemals. Rolia, das ist sie. Das ist vielleicht die einzige Chance, ihr den Brief zu geben. Ich habe hier einen Brief für dich. Das ist die Handschrift von Jumeo. Oh, Jumeo, Jumeo. Wo bist du, Jumeo? Wie kann es sein, dass nur diese Worte und Sätze bleiben? Oh Gott, oh Gott. Dieser Nichtsnutz treibt wieder sein Unwesen. Ich wusste, dass ihr Außenseiter nichts Gutes im Schilde führt. Hey, nein, stopp. Ich kann nicht glauben, dass er den Liebesbrief zerrissen hat. Das war ein Brief von Jumeo. Du hattest nicht das Recht, das zu tun.
Das ist nur zu deinem Besten. Hör auf, dich von dem schmeichelnden Lügner austricksen zu lassen. Glaubst du wirklich, dass all diese süßen Worte geschrieben hat, weil er dich liebt? Wach auf, mein naives Mädchen. Er hat es eindeutig auf das Geld unserer Familie abgesehen. Wie kannst du nur ohne Gold und Reichtum glücklich sein? Lass uns wieder reingehen. Ich verbiete dir, diesen wertlosen Lügner zu sehen. Lass mich los. Ich muss Tumio sehen. Ich muss ihn finden. Ja, wahrscheinlich. Ich mische mich ungern in die Angelegenheiten anderer Leute ein, aber dieser alte Mann geht mir auf die Nerven. Was sollen wir tun? Der Liebesbrief ist zerrissen worden. Sollen wir Jumio von all dem erzählen? Was können wir tun? Der arme Jumio. Oh oh. Etwas ist auf Shippys Gesicht gelandet. Ein Stück Papier. Da stehen die Worte drauf. Etwas über Winde und Fische. Der Liebesbrief. Chippy wird es versuchen. Überlass es Chippy. Oh Gott. Das sind wie Teile vom Brief einsammeln. Damit können wir den Liebesbrief wieder zusammenflicken. In drei Teile hat er es zerrissen. Ich werde es tun. So kann ich einen Blick darauf werfen. Ich meine, Jumio will helfen. Hust. Lass mal sehen. Oh nein. Die Liebe ist wie der Wind. Sie bleibt nie an einem Ort. Rolia, wie vermiss ich deine Worte. Mit dir bin ich ein Fisch auf dem Trockenen. Ich kann weder atmen noch schlafen. Ganz von den Socken. Oh, das ist anschaulich. Du bist wie eine Zauberin, die dafür sorgt, dass ich dich nicht vergesse. Am Seeufer wuchs unsere Liebe wie Blüten mit einem Kuss. Nun schmerzt mir Herz und Seele, wie ich dich sehen muss. Oh, das ist ja... Wieso geht der auch noch so lang? Wenn ich dich aus den Augen verliere, gibt es keine Sterne am Himmel. Es kann keinen helleren Stern als dich geben, nicht in all dem Gewimmel. Diese Zeile ist in Ordnung, denke ich. Du bist mein leuchtender Stern und mein Wunder dieser Welt. Okay. Ich will ihm helfen, das ja ein bisschen zu bearbeiten. Ah, jetzt ist meine Zeit gekommen. Lass uns zuerst den Liebesbrief an Fräulein Rulia überbringen. Was drin steht, werde ich herausfinden. Ich will den abändern. Bitte. Da sind wir, Fräulein Rol. Psst. Sei still. Lass die Nachtbrise meine Nachricht zu Rulia tragen. Die Nachtbrise, ja. Flüstere mit der Anmut eines Sephirs, übermittel meine Flehen, wie ich mich nach ihrer Umarmung sehne, wie ein Fisch aus der Wasser verloren Raum. Am Rande der Selbstbeherrschung schmerzt mich die endlose Jagd der Sehnsucht. Gewähre mir eine Brise mit meiner Botschaft, trägt, flehe ich. Meine tiefe Zuneigung zu ihr kann ich nicht ignorieren. Ihr Name ist in meinem Herzen eingebrannt, ich werde sie immer anbeten. Ich liebe sie wie ein Urinstinkt bis ins Innerste. In ihrer Gegenwart verwandeln sich alltägliche Tage in Anmut, einfache Momente werden zu unendlichen Wundern. Und hinterlassen eine magische Spur. Ohne sie an meiner Seite verblasst selbst die schönste Aussicht zu leblosen und blassen Schatten. Am Seeufer entlang, wo alles begann, ich wandelte dort und komm nicht bei ihr an. Wenn du dich von ihr entfernst, hören dich auf zu leuchten, denn in dieser Welt gibt es keinen Glanz, der so hell ist wie ihr Licht. Ich dachte, die haben hier eine lustige Quest wegen diesen durchgedrehten Namen, aber ich lese ja hauptsächlich Gedichte vor. Alles, was mit ihr verbunden ist, erhebt sich in seiner Pracht, in ihrer Gegenwart geschehen Wunder Tag und Nacht. Das war unglaublich. Bist du sicher, dass es das erste Mal ist, dass du einen Liebesbrief schreibst? Bin halt ein Naturtalent, schätze ich. Hab Geduld. Hier kommt sie. Hallo.
unter den alten Baum, wo sich die Geschichte unserer Liebe rankte, Jumio.